sich. Was sagen Sie zu dem heutigen Stück? Also ich hätte mir eher des Himmels Einfall vermutet, als ein solches Stück auf unserem großen Theater zu sehen. Kennen Sie denn das Stück? Nicht im Mindesten, aber einen wunderlichen Titel trägt es. Der gestiefelte Kater. Ich hoffe doch nimmer mehr, dass man mir die Kinderpfosten aufs Theater bringt. Es ist vielleicht eine Oper, nichts weniger. Auf dem Komödienzettel steht ein Kindermärchen. Ein Kindermärchen? Ein Kindermärchen? Höchster Jupiter! Sind wir denn Kinder, dass man nur solche Stücke aufführen will? Es wird doch nicht am Ende ein ordentlicher Kater aufs Theater kommen. Nein, am Ende ist es wohl ein ordentliches Familiengemälde. Und es ist nur so ein Spaß, langsam. Ein einlander Scherz mit dem Kater. Oder ein bizarrer Titel, um Zuschauer anzulocken. Ja, so wenn ich meine Meinung soll. Ja, ich möchte meine Meinung zum Ausdruck geben. Ich denke, das Ganze ist ein Trick. Ne? Ein Trick, um Winke und Gesinnungen und derartiges so über die Menschen zu bringen. Ihr werdet sehen, ob ich nicht recht habe. Ein Revolutionsstück, wie ich begreife. Ja, das glaube ich auch, denn nun, ja. Sonst würde ja der Geschmack auch abscheulich vor den Kopf gestoßen, nicht? Also, ich muss wenigstens sagen, dass ich nie habe Gespenster oder Hexen glauben können. Ja, viel weniger an den gestiefelten Kater. Ja, klar, es ist ja das Zeitalter für diese Phantome nicht mehr. Oh, da hinten, da kommt er ja, der Herr Leutner, nicht? Er wird uns vielleicht mehr sagen können. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja. So. Nun, wie geht's? Ganz gut, aber sagen Sie uns doch, wie es mit dem Stücke beschaffen ist. Du bist ja gerade richtig, ja? Da müssen wir mal einmal lang mit dem Stück. Ja. Nun, mit dem Stück. Also, ich habe eben mit dem noch mit dem Dichter gesprochen. Er ist hinter dem Theater und mit dem Kater. Hey, was? Dichter? Kater? Also kommt ein Kater vor? Ja, steht ja auf allen Zetteln drauf, oder? Ja, aber wer spielt ihn denn? Das ist der fremde Akteur, den habe ich auch nicht gesehen. Ja, in der Tat, aber wie soll man solches Zeug spielen? Bin doch da. Naja, der Dichter meinte noch zu mir zur Abwechslung. Ach, eine schöne Abwechslung. Was kommt denn dann als nächstes? Rotkäppchen oder Blaumann? Oh, der vortreffliche Sujet fürs Drama. Ja, ja, und wie werden Sie ihn überhaupt anziehen? Ob er wirkliche Stiefel trägt? Ja, ich bin doch da genauso begierig wie Sie alle. Mann. Ja, aber wollen wir uns denn solches Zeug vorspielen lassen? Ich meine, wir sind zwar aus Neugier hergekommen, aber wir haben doch Geschmack. Richard, ich hab große Lust zu pochen. Was meint ihr? Ja, ich meine, es ist ja auch überlich etwas kalt, ne? Ja. Da mach ich doch gleich mal den Anfang. Ja. Haben wir dir gepocht? Ja, den guten Geschmack zu retten. Da wollte ich nicht der Allerletzte sein. Man kann ja die Musik nicht hören. Steh! Moment, Vielleicht sollten wir das doch erst einmal spielen lassen. Weil ich meine, wir haben doch alle Eintrittszahlen. Und der Komödie wollen wir auch mal sein, nicht wahr? Aber hernach, ja, hernach, da wollen wir pochen. Das, was vor der Tür hört. Nein. Jetzt müssen wir pochen. Ich meine, der Geschmack, ja, die Regeln, die Kunst. Ja? Der Geschmack, die Regeln, die Kunst. Ja? Der Geschmack, die Regeln, die Kunst. Der Geschmack, die Regeln, die Kunst. Der Geschmack, die Regeln, die Kunst. Alles geht nämlich sonst zugrunde. Das Stück wird sogleich seinen Anfang nehmen. Kein Stück, wir wollen kein Stück. Wir wollen guten Geschmack. Geschmack. Aber ich bin in Verlegenheit. Was meinen Sie, wenn ich fragen darf? Geschmack. Sie wissen nicht, was Geschmack ist. Aber gute Frau, bedenken Sie, ein junger Anfänger. Nein. Wir wollen nichts von Anfängern wissen, ja? Wir wollen ein gutes und ordentliches Stück sehen, ja? Ein geschmackvolles Stück. Ah, von welcher Sorte? Von welcher Farbe? Familiengeschichte! Einführungen! Religiös erhebende, wohltuende, geheime Gesellschaften! Meine Damen und Herren! Moment mal! Ist das etwa der Dichter? Er sieht wenig wie ein Dichter aus! Naseweiß! Er hat nicht einmal abgeschnittene Haare! Ach.
Meine Damen und Herren, verzeihen Sie meine Keckheit. Wie können Sie solche Stücke schreiben? Haben Sie sich nicht gebildet? Ach, vergönnen Sie mir doch nur eine Minute Gehör, ehe Sie mich verdammen. Ich kenne auch die Gerechtigkeitsliebe eines verehrungswürdigen Publikums, dass es mich nicht von einer Bahn zurückstrecken wird, da ich seiner gütigen Leitung und seiner Einsichten so sehr bedarf. Er spricht nicht übel. Ja, er ist höflicher, als ich dachte. Er hat ja doch Respekt vor dem Publikum. Ach, wisst ihr, ich schäme mich. Die Einübung meiner Muse. Solch erleuchteten Richtern vorzuführen. Und nur die Kunst unserer Schauspieler tröstet mich noch einigermaßen. Sonst würde ich ohne weitere Umstände in Verzweiflung versinken. Er dauert mich? Ja, er ist doch ein guter Kerl. Als ich deren gütiges Pochen vernahm, noch nie hat mich etwas dermaßen erschreckt. Ich bin noch ganz bleich und zittere. Und weiß selbst nicht so recht, wie ich zu der Kühnheit komme, so vor Ihnen zu erschreiben. Also das doch, genau. Ja. Ich wollte einen Versuch machen, durch Laune, wenn es mir gelungen ist. Durch Heiterkeit, ja man könnte vielleicht sagen, durch Possen zu belustigen, da ja unsere neuesten Stücke so selten zum Lachen Gelegenheit bieten. Das ist auch wieder was! Herr Töchtermann, genau! Mögen Sie, Verehrungswürdige, nun entscheiden, ob mein Stück nicht ganz zu verwerfen sei. Mit Zittern ziehe ich mich zurück und das Stück wird seinen Anfang nehmen. Lorenz,
kann doch mit seinem Pferd den Acker bebauen. Und Bartel? Ja, Bartel kann seinen Ochsen schlachten und einsalzen und eine Weile davon leben. Aber was soll ich, armer Unglückseliger, mit meinem Kater anfangen? Höchstens. Höchstens kann ich mir aus seinem Fell für den Winter einen Mupp machen lassen. Ach Gott, nein. Da liegt er und steht ganz ruhig. Aber Hinze, wir werden uns wohl bald trennen müssen. Es tut mir leid, ich habe ihn auch erzogen. Ich kenne ihn, ja wie mich selber. Doch ich kann mir nicht helfen. Ich muss ihn wahrhaftig verkaufen. Er sieht mich an, als wenn er mich verstände. Es fehlt gar wenig und ich fange an zu weinen. Ach, gut, seht ihr wohl, dass es ein ordentliches Familiengemälde wird. Der Bauer ist arm und ohne Geld. Er wird nun in der äußersten Not sein treues Haustier verkaufen an irgendeinem finsteres Fräulein. Und dadurch wird am Ende sein Glück gekrönt werden. Nun, wenn es so kommt, bin ich auch zufrieden. Für mein ordentliches Mitleid mit euch, mein lieber Gottlieb! Wie? Karin spricht? Der Karin spricht? Was ist denn das? Aber warum soll ich nicht sprechen können, Gottlieb? Nun, ich hätte es doch gar nicht vermutet. Ich habe seitdem noch keine Katze sprechen hören. Ich denke, ihr seid bloß dazu da, um ja, Mäuse zu fangen. Wenn wir nicht im Umgang mit den Menschen eine gewisse Abneigung gegen die Sprache bekämpft, so könnten wir alle sprechen. Nun, das gestehe ich, aber warum lässt ihr euch denn so gar nichts merken? Um uns keine Verantwortung zuzuziehen, wenn uns sogenannten Tieren auch noch die Sprache angeprügelt würde, so wäre keine Freude mehr auf der Welt. Was muss der Hund nicht alles tun und lernen? Auch das Pferd. Es sind dumme Tiere, dass sie sich ihren Verstand merken lassen. Sie müssen ihre Eitelkeit durchaus nachgeben. Aber wir Katzen sind immer noch das freieste Geschlecht, weil wir uns bei aller Geschicklichkeit so ungeschickt anzustellen wissen, dass der Mensch ganz aufgibt, uns zu erziehen. Ja, aber warum entdeckst du mir das alles? Weil ihr ein guter, ein edler Mann seid. Einer von den wenigen, die keinen Gefallen an Dienstbarkeit und Sklaverei finden. Seht, darum entdecke ich mich euch ganz und gar. Braver Freund! Die Menschen, die streichen uns oft auf eine ungeschickte Weise. Und wir spinnen dann für gewöhnlich nur, um uns vor Schlägen zu sichern. Wüssten sie aber, mit uns auf die wahre Art umzugehen, oh, glaube mir, sie würden unsere gute Natur zu allem gewöhnen. Da hast du recht. Ich liebe euch, Gottlieb. Ganz vorzüglich. Ihr habt mich nie gemütlich gestreichelt. Ihr habt mich laufen lassen, wenn es mir recht war. Und für alles dieses will ich nun dankbar sein. Ha! Edelmütiger Hinze! Mit welchem Unrecht wird von euch schlecht, ja und gar verächtlich gesprochen? Eure Treue und Anhänglichkeit bezweifelt. Mir gehen die Augen auf, welch unerwarteten Zuwachs von Menschenkenntnis bekomme ich. Freunde, wo ist unsere Hoffnung auf ein Familiengemälde geblieben? Ihr seid ein braver Mann, mein lieber Gottlieb. Nehmt's mir nicht übel. Ihr seid etwas eingeschränkt. Und ihr, ja, keine der besten Köpfe, wenn ich frei heraussprechen darf. Ach Gott, nein. Na, ihr wisst zum Beispiel nicht, was ihr anfangen wollt. Du hast ganz meine Gedanken. Welch ein Muff, aus meinem Pferd zu machen, Lisa? Vergib dir, armer Kamerad, dass mir das vor durch den Kopf fuhr. Ach, nein. Es war ja ein ganz menschlicher Gedanke. Aber wisst ihr, kein Mitleid durchzubringen? Kein einziges. Nun, ihr könnt nur herumziehen und mich für Geld sehen lassen. Aber das ist immer keine sichere Lebensart. Nein. Oh, ihr könnt ein Journal herausgeben.
aber, Freund! Aber? Ihr müsst mir auch trauen! Vollkommen! Ich kenne ja jetzt dein redliches Gemüt. Nun, so holt mir sogleich den Schuhmacher, dass er mir ein paar Stiefeln anmesse. Den Schuhmacher? Stiefel? Ja, ihr wundert euch, aber bei dem, was ich für euch zu tun gesandt bin, habe ich viel zu gehen und zu laufen, dass ich notwendig Stiefel tragen muss. Ja, aber warum nicht ein paar Schuhe? Gottlieb, ihr versteht das Ding nicht. Ich muss dadurch ein gewisses Ansehen bekommen, ein imponierendes Wesen. Kurz, eine gewisse Männlichkeit, die man in Schuhen zeitlebens nicht hat. Nun gut, ich will dir alles zum Gefallen tun, aber der Schuhmacher wird sich wundern. Gar nicht. Man muss nur nicht so tun, als wenn es was Besonderes wäre, dass ich Stiefel tragen will. Aber noch eins, wo wir jetzt so gute Freunde geworden sind. So nenne mich doch auch du. Wie du willst. Ah, sieh an, da kommt ja gerade der Schuhmacher vorbei. Hey, gewahrt erleichtern! Und Gottlieb, was gibt's Neues? Ich habe lange keine Arbeit mehr bei ihm bestellt. Nein, ich habe jetzt überhaupt gar wenig zu tun. Ich möchte mir wohl gar wieder ein paar Stiefel machen lassen. Na, das nenne ich doch mal eine Neuigkeit. So setzt er sich nur gleich hin. Das Maß habe ich dabei. Nicht für mich, nein, sondern für meinen jungen Freund hier. Für den da? Ja. Gut. Wie beliebt er denn Bus hier? Erstlich gute Sohlen, dann braune Klappen und vor allen Dingen Steine. Will nicht so gut sein, diese Krallen. Die Nägel? Etwas einzuziehen, die habe ich schon gerissen. Und schnell müssen sie fertig werden! Los! Ich bekomme Stiefel. Ich bin vergnügt, dieser Bus hier. Ja, er ist ein aufgeräumter Kopf. Aha. Na dann, adieu. Sag, Hinze, willst du dir nicht etwa auch den Bart scheren lassen? Beileibe nicht! Ich sehe so weit ehrwürdiger aus. Und du weißt ja wohl, dass die Katzen dadurch gleich unmännlich werden. Ha! Ein Kater ohne Bart ist nur ein jämmerliches Geschöpf. Wenn ich nur wüsste, was du vorhast. Du wirst es schon gewahr werden. Jetzt will ich noch ein wenig auf den Dächern spazieren gehen. Es ist dort oben eine hübsche, freie Aussicht und... Man erwischt doch wohl eine Taube! Als guter Freund will ich dich warnen, dass du dich dabei nicht ergreifen lässt. Sei unbesorgt. Ich bin kein Neuling. Adieu unterdessen. Wenn nun der Kater kein Gewissen hätte, so könnte er mit den Stiefeln nachher davonlaufen, für die ich mein letztes Geld hingeben muss und sie ja irgendwo vertrödeln. Nein, Hinze! Meine Brüder haben mich betrogen! Deswegen möchte ich es mit deinem Herzen versuchen. Er sprach so edel, ja so gerührt! Da sitzt er droben auf dem Schlosse und putzt sich den Bart! Vergebt mir, harmer Freund, dass ich auch nur einen Augenblick lang an deinem Großsinn zweifeln konnte. Welcher Unfug! So ein dummes Zeug! Oh, Ruhe! Ja, aber es geht gleich weiter, Mann. So hat die Stiefel braucht, das weiß ich auch nicht. Thank you.
schon tausend schöne Prinzen, wertgeschätzte Tochter, haben sich um dich beworben und dir ihre Königreiche zu Füßen gelegt. Aber du hast ihrer immer nicht geachtet. Sag uns die Ursache davon, mein Kleinod. Mein allergnädigster Herr Vater, ich habe immer geglaubt, dass mein Herz erst einige Empfindungen zeigen müsse, ehe ich meinen Nacken in das Joch des Ehestandes beugte. Denn eine Ehe ohne Liebe, sagt man, ist die wahre Hölle auf Erden. Na, recht so, meine Tochter. Ach, wohl hast du ein wahres Wort gesagt. Eine Hölle auf Erden! Wenn ich doch nur nicht darüber mitsprechen könnte, wäre ich doch lieber unwissend geblieben. Mein Vater! Wenn ihr die Witterung zurückkommt, auf mein Knie möchte ich dich beschwören, nimm dich beim Verheiraten ja in Acht. Was habe ich gelitten? Kein Tag verging ohne Zeit. Ich konnte nicht in Ruhe schlafen. Ich konnte über nichts nachdenken. Ja, ich konnte noch nicht einmal mit Verstand eine Zeitung lesen. Es wurde gezankt, gescholten, gegräbelt, gebrummt, gemault, gegrollt, geschmollt, gekeilt, gebissen, gewohnt, geknurrt und geschnurrt. Dass ich während manchen Tagen mitten an der Tafel unter den Gerichten den Tod herbeigewünscht habe. Ihre Majestät erhitzen sich zu sehr. Ich zittere, wenn ich an die Gefahren denke, die dir bevorstehen. Denn wenn du dich nun wirklich verlieben solltest, meine Tochter, ach Kind. Oh, es ist doch nicht schon wieder Tischzeit. Ach, ihr wisst wieder ein neuer Prinz, der sich in dich verlieben möchte. Na, aber hüte dich, meine Tochter. Du bist mein einziges Kind und du glaubst gar nicht, wie sehr mir dein Glück am Herzen liegt. Das ist doch mal eine Szene, in der gesunder Menschenverstand anzutreffen ist. Genau. Das ist wahrlich ein trefflicher Fürst. Ich begreife gar nicht, warum noch keiner der Prinzen mein Herz mit Liebe gerührt hat. Die Warnungen meines Vaters liegen mir immer im Gedächtnis. Er ist ein großer Fürst, aber dabei doch ein guter Vater. Mein Glück liegt ihm beständig vor Augen. Aber so ist Glück eben immer mit Unglück gepaart. Meine Freude sind die Wissenschaften und die Künste. Bücher machen all mein Glück aus. Nun, Ihre königliche Hoheit! Ihr Leander ist mein Person. Ich habe ihm Nachtgedanken überschrieben. Gott, treff! Ja, ach, mir ist natürlich die mitternächtliche Stunde 12 geschlagen. Wann haben Sie das geschrieben? Gestern Mittag, nach dem Essen? Ja, oh, schön gedacht, wahrlich schön gedacht. Aber dass einem das nicht so schwer gemacht wird? Das ist so der Eigensinn unserer Sprache. Sind die Gefühle nicht zart und fein gehalten? Unbeschreiblich, man begreift kaum, wie ein sanfter, weiblicher Geist so etwas hat niederschreiben können. Jetzt will ich mich nun an den Mondschein Naturszenen versuchen. Sie kommen und wenden immer weiter. Ich habe auch ein Stück angefangen. Der unglückliche Menschenhasser. Oder? Verlorene Ruhe. Wieder morgen unschuld. Oh, schon der bloße Titel ist bezaubernd. Und dann fühle ich einen unbegreiflichen Drang in mir, irgendeine christliche Geistergeschichte zu schreiben, wenn er das Licht nicht so schwer wäre. Na, unvergleichlich! Tippen Sie sich daran nicht! Ihre Hoheit, der Prinz von Malsiki, der eben angekommen ist, wünscht Ihre Hoheit, seine Aufwartung zu machen. Oh. So empfinde ich mich untertänig. Herr Prinz, hier sehen Sie meine Tochter, wie sie vor Ihnen sitzt. Artig, meine Tochter, höflich. Er ist ein hochangesehener Prinz von weit her. Sein Land steht noch nicht einmal auf einer Landkarte. Ich habe schon nachgesehen. Ich habe einen erstaunlichen Respekt vor ihm. Ich freue mich, dass ich das Vergnügen habe, Sie kennenzulernen. Schöne Prinzessin, der Ruf Ihrer Schönheit hat der ganze Welt so durchdrungen, dass ich aus einem weit entlegenen Winkel hierher kommen, sie von Angesicht zu
sehen. Es ist doch erstaunlich, wie viele Länder und Königreiche es so gibt. Sie glauben gar nicht, wie viele tausend Kronprinzen schon hier gewesen sind, um sich um meine Tochter zu bewerben. Dabei, wo kommen Sie eigentlich noch einmal genau her? Mächtiger König, wenn Sie von hier aus reisen, erst den großen Schlüssel hinunter, dann schlagen Sie sich rechts und immerfort so. Wenn Sie aber an einen Berg kommen, dann wieder links. Und geht man zur See und fährt immer nördlich. Und so kommt man, wenn die Reise glücklich geht, in anderthalb Jahren in meinem Reich an. Der Tausend! Das muss ich mir noch von meinem Hofgelehrten verdeutlichen lassen. Sie sind dann wohl ein Nachbar des Nordpols oder Zodiacus oder dergleichen? Nicht, dass ich wusste. Dann vielleicht eher so den Wilden zu. Ich bitte um Verzeihung. Alle meine Untertanen sind sehr zahm. Ja. Ja, aber sie müssen doch bei Henkert weit weg wohnen. Ich kann mich immer noch nicht daraus finden. Es gibt noch keine genaue Geografie von meinem Lande. Ich hoffe täglich mehr zu entdecken. Und so kann es gleich kommen, dass wir am Ende noch Nachbarn werden. Ja, das wäre ja vortrefflich. Und wenn uns dann am Ende noch ein, zwei Länder im Wege liegen, helfe ich ihn einfach mitentdecken. Mein Nachbar, er ist nicht so sehr mein guter Freund, hat aber ein vortreffliches Land. Alle Rosinen kommen von daher. Das hätte ich gern. Aber, werter Freund, noch eins. Da Sie nun so weit weg wohnen, sagen Sie uns doch, wie es kommt, dass Sie unsere Sprache so gut sprechen können. Wie? Still. Ich verstehe nicht ganz. Seien Sie doch ja damit ruhig. Anton, merkt das Publikum da unten, dass dasselbe sehr unnatürlich ist? Gut, ich meine, vorhin hat es geklatscht, da kann man ihm jetzt auch etwas bieten. Ne? Sehen Sie, es geschieht ja bloß dem Drama zu gefallen, dass ich Ihre Sprache rede. Ansonsten ist das allerdings unbegreiflich. Ach so, ja freilich, den Damen und Rahmen tut mir da so manches um zu gefallen. Da muss man auch mal fünfte gerade sein lassen. Was macht ihr denn? Wir müssen spielen. Der Tisch ist gedeckt. Verfluchte Unnatürlichkeiten sind da in dem Stück. Ja, und der König? Der König hat bleibt vom Charakter doch gar nicht getreu. Ja, also mich erbosen da immer nur diese elenden Widersprüche und Unnatürlichkeiten da in dem ganzen Stück, ja? Warum kann der Prinz nicht wenigstens ein bisschen fremde Sprache sprechen, die sein Dolmetscher dann verdeutscht? Ja, freilich, das Ganze ist ausgemacht dummes Zeug. Der Dichter vergisst ja selber immer, was er drauf wie vorher gesagt hat. Thank you.
gehen müssen. Ich habe mit meinem Pferd einen Acker zugepflügen, ja. Ihr seid Untertan vom König? Jawohl. Wie nennt ihr euren Fürsten? Man nennt ihn nur der Popanz. Das ist ja ein närrischer Titel. Hat der denn sonst keinen Namen? Wenn er die Dikte ausgelässt, so heißt immer, zum Besten des Publikums verlangt des Gesetz. Ich denke daher, das ist sein eigentlicher Name. Es ist ein furchtbarer Mann. Ich stehe doch lieber unter einem König. Ein König ist doch vornehmer. Man sagt, der Popanz sei ein sehr ungnädiger Herr. Nee, gnädig ist er nicht besonders. Es ist wohl wahr. Dafür ist aber auch die Gerechtigkeit selbst. Ja, von auswärts zu her werden auch Prozesse zugeschickt. Und er muss sie schlichten. Man sieht sich wunderliche Sachen von ihm. Ja, ja, ja. Er soll sich in unglaublich viele Tiere verwandeln können. Ja. Das ist wahr. Und so geht er auch auf die Kognito umher und erforscht die Gesinnungen seiner Untertanen. Wir vertrauen daher auch keiner fremden Katz und keinem unbekannten Hund, weil mir immer fürchte, der Popanz könnte dahinter stecken. Da sind wir auch besser dran. Unser König geht nie auf, ohne sich Krone, Zepter und Mantel anzuziehen. Man erkennt ihn daher auch schon auf 1000 Schritten. Nun, ihr habt euch doch wohl. Yes. Jetzt ist er schon in seinem Land. Ist die Grenze so nah? Ja, freilich. Jeder Baum dort gehört schon dem König. Man kann von hier alles sehen, was in dem Land vor sich geht. Die Grenze dort macht doch mal gut. Ich wäre schon längst bankrott, wenn mich nicht noch die Deserteurs von drüben erheilen hätten. Ist der Dienst so schwer? Das nicht. Aber das Weglauf ist so leicht. Bloß weil es so sehr scharf im Boden ist, kriegen die Käse Mordslust zum Desertieren. Es wird doch immer toller und toller. Wozu war denn nun die letzte Szene? Ja, gar nichts. Ja, völlig überflüssig. Bloß um neuen Unfug in das Stück einzubringen. Seht doch selbst, den Kater. Ja, wo ist er? Man verliert ihn total aus den Augen. Ist völlig so, als ob ich betrunken wäre. Aber in welchem Zeitalter mag denn das Stück auch spielen? Aber wir sollten das nicht zulassen. Ne? Wir sollten trommeln. Ja? Weil man weiß überhaupt nicht, wer woran mit dem Stücke ist. Ja, und auch nichts fürs Herz darin. Keine Liebe, nichts für die Fantasie. Ja, also sobald hier wieder etwas Tolles vorkommt, fange ich auf jeden Fall an zu pochen und zu zischen. Also, mir gefällt das Stück jetzt. Sehr schön, in der Tat schön. Ein großer Mann, der Dichter. Ja, mir gefällt jetzt das Stück also, hä? Ja. Aber dann frage ich doch lieber Sie alle. Ja, was sagen Sie denn alle zu dem Stück? Was mit Ihnen da hinten? Oder mit Ihnen? Ja, was mit Ihnen? Was sagen Sie dazu? Meinen Sie etwa mich? Ja, genau Sie. Ich habe nur immer noch das vorträgliche Spiel des Schauspielers im Kopf. Welcher den Kater darstellt. Welches Studium, welche Feinheit, ja, welche Beobachtung und ja, welch ein Anzug. Ja, stimmt, stimmt. Es sieht doch eigentlich ganz natürlich aus, ne? Wie ein großer Kater. Ja, und bemerken Sie doch nur, seine ganze Maske, wie ich seinen Anzug lieber nennen möchte. So wie diese Alten, die alle Rollen ohne Ausnahme in Masken spielten. Sie wollten so gut sein, wieder auf dem Kater zu sprechen zu kommen? Oh ja, so. Ich will auch alles Vorhergehende nur so nebenher gesagt haben. Und um wieder auf den Kater zu kommen, haben Sie wohl bemerkt, dass er keiner von den ganz schwarzen Katern ist. Nein! Im Gegenteil! Er
einen weißen Kopf. Das drückt freilich seine Gutmütigkeit ganz vortrefflich aus. Ja, man sieht gleichsam den Gang des ganzen Stückes. Jede Empfindung, die es erregen soll, schon im Voraus in diesem Pelze. Das Stück geht weiter. Oh, das Stück geht schon weiter. Thank you.
zu schwitzen. Es lässt sich nicht fangen. Sie singt trefflich, die Sängerin der Heide. Delikat muss sie schmecken. Das ist fatal, dass ich nichts kann singen hören und die Lust zu kriegen, es zu fressen. Was kriege ich Lust, mir die Stiefel auszuziehen und sacht den Baum dort hinaufzuklettern? Sie muss dort sitzen. Die Nachtigall hat eine gute Natur. Ein Jahr so singe und schmettere, bis dir der Atem vergeht. Oh, wie delikat muss sie schmecken. Doch, ich vergesse ja meine Jagd über die süßen Träume. Aber es merkt mich wahrhaft nichts. Aha. Hörst du wohl die Nachtigall, mein süßes Leben? Ach, aber ich bin noch nicht taub, meine Liebe. Wie weit mein Herz vor Entzücken über! Durchwärmt, meine Liebe, nenne die natürlichsten Gefühle meines Herzens nicht Schwärmerei. Ich schwöre dir, beim Anblick des heiteren Himmels. Verzeihen Sie, gütigst! Wollen Sie sich nicht gefälligst anderswohin bemühen, sich dort mit Ihrer heutigen Eintracht eine Jagd? Die Sonne sei mein Zeuge, die Erde. Du selbst, mir teurer als Sonne, Erde und alle Planeten. Was will er, guter Freund? Die Jagd, ich bitte demütigst. Papa, wer bist du, dass du es wagst? Ich schwöre, der Liebe zu unterbrechen. Dich hat kein Wald geboren. Du gehörst jenseits der Menschheit zu Hause. Aber wenn sie doch nur bedenken wollten. So warte doch nur einen Augenblick. Er sieht ja wohl, dass die Geliebte in Trunkenheit verloren auf ihren Knien liegt. Glaubst du mir gut? Ach, habe ich dir nicht schon geglaubt, noch ehe du ein Wort gesprochen hattest? Teuerste, ich liebe dich. Oh, unaussprechlich. Bin ich unsinnig? Oh, und wenn ich es nicht bin, warum werde ich elende, verächtliche es nicht urplötzlich vor übergroßer Freude? Ich bin nicht mehr auf der Erde. Sieh mich doch recht genau an, O Teuerste, und sage mir, ob ich nicht dort oben im Mittelpunkt der unsterblichen Sonne wandle. In meinen Armen bist du, und die sollen dich auch nicht wieder lassen. Oh komm, dieses freie Feld ist meinen Empfindungen zu enge. Wir müssen den höchsten Berg ersteigen, um einzuzeigen, wie glücklich wir sind. Die Liebhaberin, die griff sich ganz glücklich an. Oh weh, eine Hand. Geben, dass die ganze Hand aufgelaufen ist. Das war doch endlich einmal etwas fürs Herz. Das tut einem doch wieder einmal wohl. Ja, das war doch mal wirklich mal eine wirklich, wirklich schöne Diktion in dieser Szene, oder? Ja, wirklich. Aber ob es zum Ganzen wird notwendig sein? Ich kümmere mich nie ums Ganze. Oh, es lässt sich nichts fangen. Sieh da, guter Freund! Ein Wildbret, das eine Art von Geschwisterkind mit mir ist. Das
dann würde ich Streit schlagen. Nein, mir ist auch schon ganz wehmütig. Habt ihr es alle gesehen? Die Nachtigall, die Liebenden, ja? Oh, dieses Stück hat wirklich schöne Szenen, oder? Thank you.
muss ein vortrefflicher Mann sein. Den Mann muss ich kennenlernen. Wer von euch kennt den Mann? Ja, Sie? Sie? Warum hält er sich denn verborgen? Was für ein Verlust für meinen Staat, wenn solche Köpfe fehlen. Ich möchte vor Freude was weinen. Schickt mir ein Kaninchen! Kaninchen! Kammerdiener! Bringt das doch gleich in die Küche! Mein König, ich nehme meinen demütigsten Abschied. Ach so! Ja, freilich, das hätte ich mir die ganze Freude ja fast vergessen. Sie müssen nach Hause gehen und anderen Freiwerbern Platz machen. So ist das nun mal eben. Adieu! Adieu! Ich wünschte, Sie hätten schon sehen bis nach Hause! Leute, mein Historiograph soll schreiben, dass mir der Graf von Carabas am 5. Juli ein äußerst delikates Kaninchen als Präsent übermacht hat. Aber vergesst nicht, Anno Corentis. Das Essen ist fertig. Weine nicht, meine Tochter. Ist es nicht der Prinz, so ist es eben ein anderer. Oh, Jäger. Lieber Herr Jäger, wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Möchten Sie uns nicht in den Speisesaal begleiten? Sehr gerne. Gebt mir eure Hand, ich will euch näher kennenlernen, Herr Jäger. Hier.
die Hand eines deutschen Biedermannes. Ich schäme mich nicht anders als viele meiner Landsleute, ein Deutscher zu sein. Ah, ein Jäger! Euch packt ihr der Teufel! Majestät, seht nur, der fremde Jäger hat mir ein Andenken von seinen fünf Fingern hinterlassen. Hier kratzt er mir eine Katze! Ja, aber was ist denn das hier heute? Warum kommt denn kein vernünftiges Tischgespräch auf? Ihr magt überhaupt kein Bissen schmecken. Hofgelehrter, seid ihr heute auf den Kopf gefallen? Königliche Hoheit! Wie weit ist die Erde von der Sonne? 24.000,712 Meilen. Und wie groß ist der Umfang, den die Planeten so durchlaufen? 100.000 Millionen Meilen, Majestät! 100.000 Millionen! Nichts mag ich lieber hören als so große Nummern. Millionen! Trillionen! Hat man doch daran zu denken. Das sind doch viel so. 1.000 Millionen. Der menschliche Geist wächst mit den Zahlen. Wie groß wäre dann so die gesamte Welt? Milchstraßen, Fixsterne und Nebelkappen und den restlichen Plunder damit gerechnet? Das lässt sich gar nicht aussprechen. Du sollst es aber aussprechen. Wenn wir 1 Million wieder als 1 ansehen, dann 10-mal ungefähr 100.000 Millionen solcher Einheiten, die jede an sich schon 1 Million Meilen ausmachen, Majestät. Mit Verlaub, eure Majestät, mir kommt diese Schüssel leicht hier, wie erhabener vor. Wieso dann? Entschuldigung. Bei so großen Zahlen, da kann man ja gar nichts denken, denn die größte Zahl wird ja am Ende wieder die kleinste. Man darf sich ja nur alle Zahlen denken, die es geben kann. Ich kann hier nie mehr als bis 5 zählen. Ja? Ja, aber da ist was Wahres darin. Der Narr hat so seine Einfälle. Gelehrter, wie viele Zahlen gibt es denn? Unendlich viele! Ja, ja. Nenne doch geschwind die höchste Zahl. Es gibt gar keine höchste, weil man zum Höchsten noch immer wieder ein Lobby hinzufügen kann. Der menschliche Geist kennt hier keinerlei Einschränkung. Das ist doch aber etwas sehr Wunderliches um diesen menschlichen Geist. Muss die jetzt sauer werden, dein Narr zu sein? Man kann gar nichts Neues anfangen. Es arbeiten zu viele in dem Fach. Der Narr, mein König, hat vernünftige Gedanken nie begangen. Mich wundert überhaupt, dass sich Ihre Majestät noch von seinen geschmacklosen Einfällen belustigen lassen. Man sollte ihn geradezu fortjagen, denn er bringt ihren Geschmack nur in einen üblen Ruf. Ah! Was untersteht, dass ich denn der Nase weiß von Gelehrter? In ihm ist ja heute ein satanischer Rebellionsgeist gefahren. Der Narr gefällt mir. Mir? Seinem Könige. Wie kann er sich denn unterstehen zu behaupten, der Mann sei abgeschmackt? Der eine ist Hofnarr, der andere Hofgelehrter. Ihr steht beide im selben Gehalt. Und der einzige Unterschied ist, dass er mit dem fremden Jäger speist. Der Narr macht dummes Zeug bei Tisch und der Gelehrte führt einen vernünftigen Diskurs bei Tisch. Beide sollen nur machen, dass mir die Zeit vergeht und das Essen gut schmeckt. Wo ist da also der große Unterschied, frage ich? Und außerdem tut es einem Herren wie mir wohl, einen Narren zu sehen, der dummer ist, der die Gabe und die Bildung nicht hat. Man fühlt sich mehr und ist dankbar gegen den Himmel. Allein schon deswegen ist mir der Narr ein angenehmer Umgang. Ach, das Kaninchen! Die anderen Herren essen es wohl nicht so gerne? Ja! Dann werde ich es mit ihrer Erlaubnis für mich behalten. Mich dünkt, der König zieht Gesichter, als ob er seinen Zufall wieder bekäme. Das Kaninchen ist verbrannt! Oh Erde! Oh Schmerz! Was sonst noch? Mein Vater! Wer ist dieser Fremdling, den Sie durch einen Missverstand zum Menschen verirrt hat? Sein Arm!
wird mir. Ich muss wieder meinen Zufall gehabt haben. Schaff mir den Anblick des Kaninchens aus den Augen. Da, seine Majestät leiden viel. Es ist ja auch bald vorbei. Ich bin so verwirrt und erschrocken, dass ich Ihnen nichts anderes zu sagen möchte. Wir wollen nichts hören, wissen. Herr Besendlicher! Herr König, Herr Besendlicher! Herr Besendlicher! Boden, 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 Boden! Solche Unverschämtheit verbitte ich mir ja wohl, ja?
deshalb muss man es ihnen ja ein klein wenig entwickeln, nicht wahr? Sie geben sich wahrlich viel Mühe. Na, wenn man doch die Kunst so liebt wie ich, ist das eine angenehme Mühe. Mir ist auch soeben über die Stiefel des Katers ein sehr scharfsinniger Gedanke eingefallen. Und ich bewundere darin das Genie des Schauspielers. Sehen Sie, er ist anfangs Kater. Deshalb muss er sich seiner natürlichen Kleidung entledigen, um die passende Maske einer Katze anzunehmen. Nun soll er aber wieder ganz als Jäger erscheinen. Ich schließe ich übrigens daraus, dass ihn ja jeder so nennt. Sich auch kein Mensch über ihn verwundert, nicht wahr? Ein ungeschickter Schauspieler. Er hätte sich gewiss in einen Jagdhabit geworfen. Aber über die Stiefel deutet er ja die Jägeruniform sehr geschickt nur an. Und dass solche Andeutungen vollkommen kunstgemäß sind, das beweisen uns doch schon die Alten. Ach, schon wieder die Alten. Das Licht ist längst an. So, geht scheinbar weiter. Aber meinen Sie denn wirklich, dass das was helfen wird? Ich bitte Sie. Also ich glaube, ich flehe Sie an. Schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab. Meine letzte Hoffnung, meine Rettung beruht nur darauf. Pause. Wie kommen denn jetzt bitte die beiden da auf die Bühne? Was machen die da? Ich zerbreche mir über nicht mehr den Kopf. Aber mein guter Freund, die Verlage zu viel, das alles so ganz in der Ein- auf dem Stegreif zu steigen würde soll. Sie verfolgen mich auch! Gemeinsam mit meinen feinen Kunden erfreuen Sie sich meines Unglücks! Nicht im Mindesten! Nur zu beweisen Sie es mir dadurch, dass Sie meine Bitten nachgeben! Wenn das Missfallen des Publikums an irgendeiner Stelle wieder so laut ausbricht, so lassen Sie auf einen Wink von mir alle Maschinen spielen! Zweiter Akt ist eh schon ganz anders geschlossen, als es meine Manuskripte steht. Was ist das denn? Wer hat denn das Licht angemacht? Ah! Alles Unglück strömt auf mich ein! Ich bin verloren! Also so eine Verwirrung ist noch an keinem Abend gewesen. Leute. Sag mir einer, gehört das zum Stück oder was? Natürlich. Das motiviert ja erst die nachherigen Verwandlungen. Ach, also den heutigen Abend sollte man doch wirklich im Theaterkalender beschreiben. Was sich dem Könige freilich wenig anschickt,
schickt sich umso besser für mich. Er wollte daher auch gar nicht vorkommen, sondern überließ mir diese wichtige Ankündigung. Wollt aber nichts hören! Meine lieben deutschen Landsleute! Ich dachte, das Stück spielt draußen in Asien. Ja, aber jetzt spreche ich ja nur als bloßer Schauspieler zu den Zuschauern. Leute, glaube ich, werde verrückt. Geruhen Sie doch zu vernehmen, dass die vorige Szene, die Sie soeben sahen, gar nicht zum Stück gehört. Nicht zum Stück? Nun, wie kommt sie dann aber hinein? Das Licht war zu früh angedreht. Es war eine Privatunterredung, die gar nicht auf dem Theater vorgefallen wäre. Unter uns, alles Vorhergehende gehört nicht zur Sache. Aber sie sollen entschädigt werden. Denn es wird bald manches kommen, das ziemlich zur Sache gehört. Denn ich habe den Dichter selbst gesprochen und er hat's mir zugeschworen. Ja, euer Dichter ist der rechte Kerl. Nicht wahr? Er ist nichts wert. Ja, gar nichts, Hanswurst. Es ist mir lieb, dass Sie diese Einsicht haben. Ach, das freut mich von Herzen, dass noch jemand anderes meinen Geschmack teilt. Ja, wir alle. Zu viel Ehre, gehorsame Diener, zu viel Ehre. Ja, das ist weiß Gott ein schlechter Dichter. Nur um ein schlechtes Beispiel zu geben. Welche armselige Rolle hat er denn mir zugeteilt? Wo bin ich denn witzig und spaßhaft? Also, ich komme in so wenigen Szenen vor, wenn ich nicht noch jetzt durch einen glücklichen Zufall hervorgetreten wäre. Ich erschiene gar nicht wieder. Und was ist der Mensch? Doch, sehen Sie es, sogar auf die kleine Rolle, die ich jetzt spiele, ist er neidisch. Verehrungswürdigste. Ich hätte es nie wagen dürfen, diesem Mann eine so große Rolle zu geben, da ich Ihren Geschmack kenne. Ihren Geschmack? Ha? Sehen Sie den Neid, ja? Und soeben haben Sie erklärt, dass mein Geschmack und der Ihrige in einer Form gegossen seien. Ich wollte Sie durch gegenwärtiges Stück nur zu noch ausweifernden Geburten der Fantasie vorbereiten. Was? Ja, ja. Denn stufenweise nur kann die Ausbildung geschehen, die den Geist, das Humoristische und das Fantastische lieben lässt. Glauben Sie ihm kein Wort. Ich empfehle mich indes, um den Gang des Glückes nicht weiter zu unterbrechen. Bis auf Wiedersehen. Durchs Feuer laufen. Schön.
desto größer ist ja des Katers Liebe für seinen Herrn. Merken Sie, das ist es ja, was uns der Dichter eben dadurch zu verstehen geben will. Was? Hast du da was zu werden auf der Welt? Boah, das ist schwer zu sagen. Möchtest du wohl Prinz oder König werden? Ja, das so am ersten. Fühlt doch die Kraft in dir, ein Volk glücklich zu machen? Ja, warum nicht, wenn ich erst glücklich bin? Gut, so sei zufrieden. Ich schwöre dir, du sollst den Thron besteigen. Den Thron besteigen. Ha. Naja, es kommt ja so manches unerwartet in dieser Welt. Den Thron besteigen. Oh. Bemerken Sie doch nur die unendliche Feinheit, mit der der Kater seine Verbeugung nahm. Oh. Sie sind uns mit ihren Feinheiten schon längst zur Last. Sie sind noch langweiliger als das Stück. Ja. Sie machen uns im Kopf erst recht noch konfuse. Sie reden immer und wissen gar nicht, was sie wollen. Deswegen ist es Ruhe. Raus mit ihm. Tja, an manchen Tagen sogar zweimal.
meine Erkenntlichkeit ihm gegenüber ist ohne Grenzen. Und ich kann nicht genug daran arbeiten, meine große Schuld gegen ihn abzutragen. Liebster Herr Vater, wollte dieselbe nicht gnädigst geruhen, dass nun die gelehrte Disputation ihren Anfang nehmen könnte? Mein Herz schmachtet nach dieser Geistesbeschäftigung. Ja, so möge es denn nun beginnen. Hofgelehrter, Hofnarr, ihr wisst beide, dass derjenige, der als Sieger aus dieser Disputation hervorgeht, jenen kostbaren Hut erhält. Ich habe ihn nicht nur deswegen hier aufrichten lassen, sondern auch, dass ihr ihn nie aus den Augen verliert und es euch auch nie ein Witz gebricht. Das Thema meiner Behauptung ist, dass ein neuerlich erschienenes Stück, der gestiefelte Kater, ein gutes Stück sei. Das ist eben das, was ich leugne. Beweise, dass es schlecht sei. Beweise, dass es gut sei. Moment. Sag mal, die Rede ist doch wohl von dem gleichen Stück, das hier gerade gespielt wird, oder? Ich hab kein anderes. Jetzt sag mir, ob ich wache und die Augen offen habe. Ich behaupte, es ist Witz darin. Ich behaupte, es ist keiner darin. Du bist ein Narr. Wie willst du über Witz urteilen? Und du? Du bist ein Gelehrter. Was willst du von Witz verstehen? Manche Charaktere sind gut durchgeführt. Kein einziger. So ist, wenn ich auf Anzüglinge fallen lasse, das Publikum gut darin gezeichnet. Ein Publikum hat doch nie einen Charakter. Tja, über diese Frechheit möchte ich fast erstaunen. Ist das nicht ein närrischer Mensch? Ich und das verehrungswürdige Publikum sind doch gleichsam auch du und du und sympathisieren in Ansehung des Geschmacks. Und doch will er gegen meine Meinung behaupten, das Publikum im gestiefelten Kater sei wenigstens gut gezeichnet. Das Publikum? Es kommt doch gar kein Publikum in dem Stück vor. Noch besser. Also kommt gar kein Publikum darin vor. Jede Male, dann müssen die mancherlei Narren fallen, die auftreten. Nun siehst du, Gelehrter, was die Herren dort unten sagen, das muss doch wohl stimmen. Ich werde ganz buch, aber ich lasse dir noch nicht den Sieg. Oh. Jäger, auf ein Wort, ja? Wenn es weiter nicht ist. Sieg! 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 Der Taub, wie der Jäger geschickt ist. Bah! Es betrübt mich nur, dass ich von einem Narren überwunden bin, das Gelächter von Torheit, da die Säge nicht reichen wird. Du wolltest den Hut haben, er wollte den Hut haben. Da sehe ich nun wieder keinen Unterschied. Aber Jäger, so, sag uns doch, was ihr uns diesmal bringt. Der Graf von Carabas lässt sich eurer Majestät demütigst empfehlen und nimmt sich die Freiheit, ihnen diese beiden Rebhühner zu verschicken. Zu viel! Zu viel! Ich erliege unter der Last der Dankbarkeit. Schon so lange hätte ich meine Pflicht beobachten sollen, den Grafen zu besuchen. Aber nein, heute will ich es nicht länger aufschieben. Bringt meine Staatskarosse in Ordnung und spannt acht Pferde vor. Ich und meine Tochter werden ausfahren. Und du, Jäger, wirst uns den Weg zum Schloss des Grafen zeigen. Hey, dass ein gewisses Stück, das ich im Übrigen gar nicht kenne, der gestiefelte Kater, dass das ein miserables Stück sei. So? Ja. Adieu, Herr Jäger. Vielen Dank. Ein Stück herabzusetzen, in welchem ich
Aber ich sag's gleich. Ich hab's gleich gesagt. Das ist der Kunstgenuss, den man hier haben soll, nicht? Die Leute kann auch nicht alle Tage desertieren. Das Leben besteht doch bloß aus lauter Arbeit. Bald Bier zapfen, bald Gläser reinmachen, bald Eischenken, nun gar mehr. Ich weiß, es wäre bald eine Zeit, dass ich mich hinlegen könnte. Wer etwas Wunderbares hören will, der hört mir jetzt zu, wie ich gelaufen bin. Erstlich von dem königlichen Palast zu Gott. Gottlieb nach dem Palast des Popanzes, wo ich ihn draußen im Walde gelassen habe. Drittens, von dort wieder zum König. Und viertens, laufe ich noch vor den Bergen des Königs wie ein Laufer her und zeige ihm den Weg. Hey, guter Freund, hey, stopp! Landsmann, ihr müsst wohl Fremde sein, denn die hiesige Leute wissen schon, dass ich um die Zeit kein Bier verkaufe. Ich brauche es für mich selbst. Wer solche Arbeit tut wie ich, der muss sich auch stärken. Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht helfen. Ich will kein Bier, ich trinke ja gar kein Bier, ich will nur ein paar Worte sagen. Ihr müsst recht tagedieb sein, dass ihr die fleißigen Leute bei ihrer Arbeit stört. Ich will euch gar nicht stören. Hör nur, der benachbarte König mich hier vorbeifahren. Er steigt vielleicht aus und erkundigt sich, wem diese Dörfer hier gehören. Wenn euch euer Leben lieb ist, wenn ihr nicht gehängt oder verbrannt sein wollt, so antwortet ja dem Grafen von Carabas. Aber Herr, wir sind doch dem Gesetz untertan. Das weiß ich wohl. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht umkommen wollt, so gehört dies alles hier dem Grafen von Carabas. Schönen Dank! Das wäre jetzt die beste Gelegenheit, von aller Arbeit loszukommen. Ich bräuchte bloß den König sagen, das Land hier gehört dem Popanz. Aber nein, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ora et labora ist mein Marsch. Ich fühle eine gewisse Neugier, den Grafen zu sehen? Ja, ich auch. Ihr da! Sagt doch an, wem gehören diese ganzen Dörfer hier? Er fragt, dass wir mich gleich heute hängen lassen. Dem Grafen von Carabas, Ihre Majestät. Carabas? Vortrefflich, vortrefflich. Und das sieht alles so viel anders aus, als ich mir das mal vorgestellt habe. Also, auf meinen Landkarten, da ist das alles nicht so dreidimensional. Lebt wohl, guter, unschuldiger Landmann. Wie die Welt sich umgekehrt hat. Wenn man so in alten Büchern liest oder die alten Leute schwätzen hört, so kriegt man immer herrliche Kostbarkeiten oder Goldstücke, wenn man einem König oder einem Prinzen spricht. Aber jetzt, wie soll man denn noch sein Glück machen, wenn sogar mit dem Königin nichts mehr ist? Wenn ich ein König wäre, ich unterstellt mir nicht, den Mund aufzutun, ohne den Leuten vor Geld in die Hand zu stecken.
Ich muss nur Gott danken, dass er mich nicht kriegt hat. Der fremde Jäger war am Ende unser Popper selbst. Wenigstens kommt es nun in die Zeitung, dass der König gnädig mit mir gesprochen hat. Wir haben doch schon recht viele hübsche Gegenden gesehen. Ihr da, wem gehören denn diese Ländereien? Den Grafen von Carabas? Carabas? Der Mann hat vortreffliche Landschaften, das muss wahr sein. Und so nah an den meinigen. Ja? Das wäre doch eine Partie für dich, meine Tochter, was meinst du? Sie bestürmen mich, Herr Vater. Aber was man darauf reisen nicht alles Neues sieht. Sag doch einmal, guter Bauer, warum haut ihr denn das Stroh so um? Das ist ja die Ernte, Mamsell Königin, das Getreide. Ja, das Getreide. Wozu braucht ihr das noch mal? Ja, aber daraus wird doch Brot gebacken. Um Himmels Willen, Tochter, daraus wird Brot gebacken? Wer sollte sich denn solche Streiche ausdenken? Die Natur hat einfach ihr Wunderbares. Ach, hier, guter Freund. Ein kleines Trinkgeld, es ist warm heute. Brot? Kein Getreide. So alle Tage erfährt man doch mehr Neues. Wenn er mir kein blankes Goldstück gegeben hätte und wenn er kein König wäre, so sollte man meinen, er wäre ein recht einfältiger Mensch. Ich will mir gleich eine Flasche gutes Sachsenfranz holen. Kein Getreide. Erst im Regen dort und jetzt hier.
und warte auf meinen Freund Hinze. Und er kommt immer noch nicht. Aber da ist er ja. Aber wie er läuft, er scheint ja ganz außer Atem. Mein Freund, doch, jetzt zieh die geschwind die Kleider aus. Die Kleider? Dann spring ich ins Wasser. Ins Wasser? Und dann werfe ich die Kleider in den Busch. In den Busch? Dann bist du versorgt. Das glaube ich gerne. Wenn meine Kleider wechseln und ich ersoffen bin, dann bin ich versorgt genug. Es ist nicht Zeit zum Spaßen. Ich spaße doch gar nicht. Habe ich dafür die ganze Zeit warten müssen? Zieh dich aus. Nun gut, ich will dir ja alles zum Gefallen tun. Komm, du sollst doch nur ein bisschen baden. Warum schreist du so? Hilfe, Ihre Majestät, der Graf von Carabas ist ertrunken! Ertrunken? Carabas! Meine Tochter in Ohnmacht! Der Graf ertrunken! Er ist gleich noch zu retten, er liegt drüben im Wasser! Bediensteter! Ja, Bediensteter, tu doch alles, um den Mann zu erhalten! Hat doch diesen Beutel hier mitgebracht.
Aber der Anblick des Herrn Gesindes ist mit Gram zu schmecken. Wo ist denn der Poppans geblieben? Ach, legen Sie den Beutel doch nur auf den Thron dorthin. Ich sitze hier, um Sie nicht zu erschrecken. Hier! Aber wie kann man sich vor einer solchen Maus fürchten? Dort ist er nicht.
Herr Besänftiger! Ein hohes Echo spottet meine! Echo! Herr Besänftiger! Komm, die Stelle! Nein, ich gehe nicht hier hoch! Warum denn nicht? Hab dich doch schon umgezogen! Das tut doch nichts! Nun gut, ich will mein Heil versuchen, aber auf Ihre Verantwortung! Ja. Wozu ist jede Brille die Exzentrizität? Das alles muss sich stillen, wenn sich die Kritik erhebt. Dann wissen wir, woran wir sind. Jedes Kind. Schauspiel ist eine gute Theorie und eine Offenbarung über die Natur der Liebe.
Versuch machen, Sie alle in die entfernten Empfindungen Ihrer Kinderjahre zurückzuversetzen, sodass Sie das dargestellte Märchen empfunden hätten, ohne es doch für etwas Wichtigeres zu halten, als es sein sollte. Moment! Also ganz so einfach funktioniert das hier nicht. Naja, Sie hätten natürlich Ihre Ausbildung noch 2 Stunden beiseite legen müssen. Wie ist das denn möglich? Ihre Kenntnisse vergessen. Warum nicht gar? So wie Sie es in Journalen getan. Es fehlt nur die Forderungen. Kurz. Sie alle hätten wieder zu Kindern werden müssen.